Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur Reformationsfolge für unsere Religion Arkom. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt auch umbenennen könnten. Nee, geht nicht. Also, wir reformieren unseren Glauben, weil wir das, ja, machen müssen. Weil, genau, da steht es auch, Toleranz des alten Glaubens. Euer alter Glaube wird euch als fehlgeleitet betrachten. Meine engen Verwandtschaft wird konvertieren, 12 von 14 werden konvertieren. Eine Reform des Glaubens Arkom wird aus ihm einen organisierten Glauben machen. Organisierte Glauben haben Zugriff auf Religionskriege und ihre Ratsprediger sind besser darin, Grafschaften zu bekehren. Kirchenbesitzer einführen. Kirchenbesitztümer einführen. Dann kann ich, glaube ich, auch die Tempel bauen. Eure Ratsprediger erhält die Kontrolle über Tempel in eurer Domäne. So, Grundsätze. Suchen wir uns mal aus. Also willentliche Besessenheit geht anscheinend nicht. Astrologie. Was ist denn jetzt überhaupt? Achso, steht auch nicht da. Esoterik. Also wir können ja ein bisschen was investieren dafür. Himmelsbestattung. Krankheitswiderstand, Gesundheitsbonus zum Beispiel. Finde ich gar nicht schlecht. Alle Akkumisten, Kampfgeschick plus 4. Alles klar. Unaufhaltsamer Glaube. Ahnenverehrung bringt uns Prestige durch Prachtstufe. Prestige durch... Charaktere dieses Glaubens erhalten einen zusätzlichen Bonus nach erfolgreichem Abschluss einer Pilgerreise. Okay. Ein Festmahl auszurichten erhöht die Frömmigkeit. Vasallen nehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit an Festmahlen teil. Ah ja, okay. Ritualfeste. Was haben wir noch? Aber Ritualfeste können wir ruhig lassen. Ahnenverehrung und unaufhaltsamer Glaube. Okay. Dann Hauptdoktrin männlich. Wir können auch gleichberechtigt machen. So, Haltung zu anderem Glauben. Pluralistisch. Anhänger haben einen Meinungsmalus von 50. Mit anderen treten sehr viel unwahrscheinlich auf Aktionen bei. Verringerte Gefahr von Ketzereien. Anhänger haben einen Meinungsmalus von 100, kann Titel mit Landbesitz von bösen Ungläubigen aberkennen, ohne Tyrannei zu erhalten. Okay. Glaubensoberhaupt haben wir keins. Wird einem herausragenden Mitglied des Klerus übertragen. Das Glaubensoberhaupt kann Ansprüche auf landbesitzende Titel auf frömmige Anhänger verteilen. Kann Gold an fromme Anhänger vergeben. Theokratischer Laienpriester. Tempelbesitztümer werden an Reichspriester ihres Trägers verpachtet, der dann als theokratischer Vasall fungiert. Weltliche Herrscher kontrollieren ihre eigenen Tempelbesitztümer direkt und erhalten alle damit einhergehenden Vorzüge. Das würde ich gern machen. Laienpriester. Weil dann erhalten wir das. Monogam, finde ich okay. Halten zu Bastarden. Legitimierung. Können legitimiert werden, wenn das Hausoberhaupt oder... Achso, wenn es zustimmt. Ja. Haltung zu Inzest. Onkel Ehen. Ehen zwischen Cousins sind erlaubt. Beistoff zwischen Cousins sorgt nicht für das Inzestgeheimnis. Vettern Ehen. Ehen zwischen Cousins erlaubt. Beistoff und Cousins sorgt nicht für das Inzest. Die Ehen zwischen weitere Verwandten und enge Verwandten ist verboten. Ja, wir lassen Onkel Ehen. So, Verbrechensdoktrin. Gleichgeschlechtliche Beziehung verpönt. Männlicher Ehebruch verboten. Verwandtenmord, keine engen Verwandten. Sippenmörder oder schlimmer sind Verbrecher. Familienmörder sind Verbrecher. Okay. Hexerei ist verboten. Was heißt denn verpönt? So, Hexerei werde ich mal akzeptieren. Weiblicher Ehebruch auch verboten, Perversion verboten. Klerus. Kontrolle, Almosen und Beschwichtigung. Oder Rekrutierung. Mitglieder des Klerus können als Befehlshaber oder Champion dienen. Mhm. Ja, ich mache Kontrollenzuwachs, finde ich am besten. Genau, können ruhig beide machen. Kleriker-Alien sind erlaubt und Ernennung weltlich widerruflich.
Herrscher nennen den eigenen Reichspriester oder Ratsprediger. Reichspriester. Der Reichspriester oder Ratsprediger kann entlassen und durch einen neuen ersetzt werden. Kann entlassen und durch einen neuen ersetzt werden. Er nennt alle der Glaubens, das Glaubensoberhaupt oder der Klerus, er nennt alle Reichspriester. Herrscher nennen Reichspriester. Ja, ich würde das gern machen. Und zwar auf Widerruf. So, kostet uns 2500. Wir könnten auch noch was anderes machen, was Höheres. Christlicher Synkrim. Gemeindeverflechtung. Bekehrungstempo und Grafschaften meiner Kultur. Ah, was gibt's hier noch? Wir können mal die teuren Sachen uns angucken. Gnostizismus. Betrachtet andere gnostizistisch glauben als rechtschaffen. Gott, ich weiß ja nicht mal, was gnostizistisch ist. Pazifismus, Mönchstum, können Gelübde ablegen und Mönch werden. Ah ja, ich weiß nicht, was hier so passt. Herrscher können ihre sündhaften Vasallen verdammen. Je sündiger ein Vasall ist, desto wichtiger weniger Bildung braucht der Herrscher, um sie zu verbannen. Dammen. Werden als Verbrecher betrachtet und ihr können Titel aberkannt werden. Kosten für Gesetz minus 10. Kannibale wird nicht mehr als Verbrechen betrachtet. Macht Kannibale zur Tugend. Ach du heilige Scheiße, nee. Herrscher können andere Charaktere als geehrte Gäste willkommen heißen und Frömmigkeit gegen eine höhere Meinung eintauschen. Macht großzügig zur Tugend, macht gefühllos zur Sünde. Heilige Lügen, Himmelsbetten, Armutsgelübde. Armutsgelübde abzulegen, wodurch im Monat die Steuereinnahmen verringert werden. Macht großzügig zur Tugend, gierig zur Sünde. Ich lasse das jetzt einfach. So, wir reformieren. Ja. So, unser Glauben ist reformiert. Erkennt man jetzt also an dem, ja, Heiligkeitssymbol dahinter. Heilige Städten, jetzt haben wir auf einmal nur noch zwei. Ach, okay, weil der, weil hier noch einige abtrünnig sind. Altakomisch und hier akomisch. Ja, die müssen wir erstmal von unserem Glauben überzeugen. Gut, ich habe irgendeine Domänenschwelle überschritten. Was habe ich denn dazu bekommen? Was sind denn meine... Manso? Was ist denn Coco? Okay, Coco. Ach, der Tempel zählt jetzt als eigene Domäne. Ach du Kacke. Aha. Okay, aber Tempel 1. Cool. Außenposten, grünes Land. Ach, kiek doch mal einer an. Schön, oder? Kann ich denn jetzt theoretisch in meinem Heimatörtchen Bono Manso. Mein Stift ist runtergefallen. Kann ich hier? Warum kann ich das nicht errichten? Okay, ist nicht möglich. Gebaut schon, ne? Ah, da fehlt's noch. In der Stadt, Höfe, Felder. Gut, da fehlt's mir massiv an Geld. Also das würde ich gern behalten. Dann geben wir hier unten noch was auf. Dann geben wir dem kleinen Jungen hier noch Bonosso. Mal kurz gucken. 27. 72. Ja, wir geben ihm... Scheiße hier, wir geben ihm Bonoso, ist doch egal. So. Kontrollier das für mich bitte.
Die akomische Reformation. Endlich habe ich es geschafft, alle wichtigen Schamanen der Welt zu versammeln. Nun können wir über unsere Glaubensgrundsätze sprechen und eine offizielle Doktrin festlegen, die unseren Glauben in die Zukunft führen wird. Diese akomischen Schamanen ermutigen Zusammenarbeit und Toleranz auch Ungläubigen gegenüber und sie erbitten die Hilfe von Geistern, damit diese Gläubigen durch diese turbulenten Zeiten führen. Ihre blühende Bewegung hat sich entschlossen, keine religiösen Oberhaupt einzusetzen. Stattdessen sollte jeder Schamane für sich entscheiden, welche Lehren für sein eigenes Gotteshaus passend sind. Okay, so. Seht ihr? Jetzt müsste ich die alle erstmal bekehren lassen. Zum reformierten Glauben. So. Das wird jetzt eine kleine Arbeit. So. Ja, die nehmen natürlich jetzt alle an. Die Jagdbeute, guter Schuss. So, du bist noch Minus. Da haben wir noch jemanden. Da ist noch einer. Ihr müsst bitte auch noch alle bekehrt werden. So, wir kehren nach Hause. Jagd endet. Wir kriegen Ruhm. Hab ich einen übersprungen. Okay, du bist bei 0. So, du kannst nicht. Hier kommt bitte alles zu meinem neuen Glauben. Gut. Die beiden gehen nicht. Krank, mein altes Ich. Sehr gut. Ich bin auf dem Dampfer. Und wir haben alle überzeugt. Gut. Dann müssen wir jetzt Gemeinden bekehren. Und zwar sehr, sehr viele. So, wir fangen mal nach und nach an. Wir müssen Leute jetzt hier von unserem neuen Glauben überzeugen. Das wird jetzt eine Mammutaufgabe für den Kollegen hier, der aber auch nicht mehr... So. Sie braucht nur 3 Jahre. Sie wird zwar auch bald sterben, weil sie schon 71 ist, aber immerhin. Sehr schön. So, ich muss immer noch Anspannung verlieren. Und ich habe noch eine Fraktion. Dass die sich irgendwann zersplittet. So, jetzt können wir nämlich auch feudale Lebensart und sowas machen. Hat alle Innovationen der Stammesepoche. Da mangelt es doch extrem. 10 Jahre noch. Ich weiß nicht, ob er die fertig schafft. Blutlinie weihen. Eure Hingabestufe ist Glaubensikone oder höher. Eifer steigt um 25. Ihr erhaltet Eigenschaft Leitstern. Wir kriegen nochmal Anspannung. Ist das vererbbar, Leitstern? So, Kriegerorden gründen. Oh, könnten wir sogar machen, weil wir einen Hauptsitz haben. Es fehlt Geld. Ach, ich brauche 500. Kriegerorden ist sehr schön. Ein Kriegerorden kann von ja, Verbündeten oder halt Glaubensanhängern, also Herrschern, quasi für Geld angeworben werden. Ist so wie Ritterorden und sowas. Und ja, die würden uns dann ab und zu, glaube ich, Geld geben, wenn die in unserem Besitz, also auf unserem Land quasi wohnen. Das gefällt mir. Statt Aguts, ein Glück habe ich das da oben genommen. Können wir also machen. Ja gut, Afrika vereinen können wir nicht machen. Blutlinie Wein, Blutlinie stärken. Dynastie der vielen Kronen, da brauchen wir noch ein bisschen was. Und neues Großreich werden wir auch so schnell nicht hinkriegen. Okay, also, Kriegerorden können wir machen und feudale Lebensart. Das sind die zwei Sachen, die ich gerne hätte. Auf lange Sicht gesehen. Ach, schön. Nee, was bist du denn? Okay, du bist wieder ein neuer. Alter, hier ist auch nur Krieg. Aber er hat eine fette Armee mittlerweile zusammen. Ich habe
keine Ahnung, wo die 5000 Leute herkommen. So, wo sind denn noch unsere heiligen Städten? Oder Städten? Also, wir haben das, wir haben das. Das sollte ich, sollte vielleicht auch erstmal Kumasi machen. Weil Kumasi beinhaltet eine religiöse Stätte von uns. Alter, komisch, akomisch. Ja, akomisch ist halt... Gut, ich muss hier einiges noch reformieren. Also erstmal sowieso mein eigenes Land. Alter, komisch. Ja, ja, ist ein bisschen orisaisch. Siguisch. Ja, okay. Also mein Dings muss auf jeden Fall hier nochmal deutlich besser werden. So, die nächste heilige Stätte wäre... Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da hinten die beiden. Also, das hier. Ife. Oder das da, Niki. Okay, scheiße. Ife hat einen Verbündeten. Ibadan. Ibadan ist auch sehr krass groß. Ilesa hat einen Verbündeten. Kong, Alter, ich weiß nicht, warum die Leute hier... zu unserem Glauben bekehrt. Können wir unsere großen Brüder hier zwingen? Oder unsere Verwandten? Sein Neffe und Neffe. So, er nimmt den neuen akomischen Glauben an. Heißt das auch neuakomisch? Ist immer noch akomisch. Okay. So, er hat, er verteidigt sich gegen... Alter, was ist denn mit Eva eigentlich los? Okay, das ist jetzt er. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Obergurma. Kumba. Timbuktu. Achso, okay. Ja, Nene können wir einnehmen. Waren irgendwas? Nachbarschaftskrieg entschieden. Kabu. Igbo, Opanda. Idoma könnten wir einnehmen. Die haben keine Verbündeten. Ich bin jetzt bei 5000 mittlerweile wieder. So, ich denke mal, wir werden hier immer noch... Obwohl, wir könnten dem fast wieder Krieg erklären, naja. Agadir. Oder ich ziehe noch weiter nach Norden. Hier zum Beispiel. Irgendwohin. Hakamit. Angreifen, verteidigen. Idrisid. Alter, auch nur Krieger. Ich könnte ihn unterwerfen. Ah, Religionskrieg um Königreich. Kick mal. Nur einmal im Leben Religionskrieg. Oh, er hat drei Verbündete? Oh, okay. Ja, dann werden wir ihn vielleicht nicht unterwerfen. Tagazi hat einen... Ah, das ist aber sein eigener. Für 750. Aber wieso kriege ich da nicht alles? Okay, also habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Er verteidigt sich gegen Timbuktu. Okay, da könnte ich das Herzogtum
Wobei, ich könnte auch die Grafschaft einnehmen. Wie viel sind denn das? Ist das nur eine einzige? Ach, das ist nur das eine hier. Krass. So, voll die Wüste. Da unten müsste seine Hauptstadt sein. Und er verteidigt sich gegen Timbuktu. Okay. Bist du hier für einer? Okay, er ist verbündet. Also Tatmeka könnten wir nochmal einnehmen. Und er führt Krieg gegen Timbuktu. Da muss ich allerdings aufpassen. Timbuktu hat auch nochmal einen Verbündeten, nämlich Kumbaya. Ach Gott, Alter. Also er wird sowieso hier richtig auf den Sack kriegen. Und würde das hier verlieren. Aber wir können ja erstmal abwarten. So, wir farmen erstmal ein bisschen Geld und ein bisschen Prestige wieder. Also ich meine, das können wir jetzt hier locker nochmal einnehmen. Ach ne, er ist ja auch nochmal verteidigen gegen Kong. Die haben halt jetzt alle irgendwelche Verbündeten und sowas. Es gibt hier fast keine autarken Königreiche mehr. Ich habe echt nur noch einen Verbündeten? Ach so, ja gut, wir sind ja eh mit ihm. Könnt ihn unterwerfen für 750. Oder ich unterwerfe Gua. Er hat sowieso fast gar keine Truppen mehr. So, Neffe wurde gefangen genommen, sorgfältige Arbeiter. Ja gut. Der hat auch ein bisschen an Land verloren, kann das sein? Also wirklich viel hat er nicht. Kong nervt mich immer noch, dass der hier hinten irgendwelche Sachen von mir hat. Hauser starten. Alter Schwede, der Verbündete. Baugu ist nur mit Opanda verbündet. Nana Berko wechselt die Kultur. Vasall von euch. Seilen entziehen. Wo sehe ich denn eigentlich, was die für eine Religion haben? Ach hier, Alter, komisch. Komisch, Alter, komisch. Aber die haben alle scheiß Ruf. Ja, schwierig, schwierig. Kind meiner Dynastie. Lami. Was hat eigentlich unser Nachfolger? Hat er sich nur ein einziges Kind? Wow. Während mein Freund mit Krontiene verbrachte, fiel ihm auf, dass Krontiene... Oh, sehr gut. Anspannungsverlust. Oh, ich bin... 102. Scheiße. Unterstützt für die Bekehrung 5 Jahre. Kann mich selbst umbringen. Ihr sterbt. Also im besten Fall. So, alter Schwede, uns geht's perfekt. Ja, eroberungsmäßig werden wir erstmal gerade auf die Bremse drücken. Kanem. Ghana könnte ich unterwerfen. Ist da was?
Was ist ein Ghana? Königreich. So, meine Damen und Herren. Dann holen wir uns bitte alle ins Boot. Damit der Krieg auch sehr schnell vorbeigeht. Und dann wird Krieg geführt. Gegen Ghana. Ausgezeichnet. So, warum sind hier Feinde? Ja, sehr gut. Hier kommt alles, was ich angefordert habe, kommt auch in Krieg. Sehr schön. So, wir werden so. Also einer muss bitte die Hauptstadt einnehmen. Und der andere kann hier einfach erobern. Fangen wir einfach hier an. So, ich werde auch gleich direkt splitten. Weil du nimmst einfach direkt die nächste Grafschaft. Weil kannst du nicht einfach die hier nehmen? Das ist eine 3. Das ist 2. Okay. Sorry, muss doch da oben hin. Ich versuche erstmal die kleineren zu nehmen. Stammesfeste 3. So, Komplott bei Hofe. Aber. Okay. Werft ihn ins Gefängnis. Okay, wir lassen ihn erstmal bloßstellen. Oh, da unten ist übrigens der Feind. Da müssen wir hin. Ich hab gedacht, der wäre bei der Hauptstadt. So, ihr seid auch alles Feinde, ne? Warum belagert er sein eigenes Land? Hat er schon wieder interne Probleme? Also wäre er das nicht das erste Mal bei den Jungs hier. Komplott bei Hofe. Bilalidi. Soll derjenige sein. So, Kampf. Wir haben Nachteile. Was ist hier los? So, wir haben hier unten beeinflusst. Verbündeter tritt Krieg bei. Sehr geil. Komplott bei Hofe. Fraktion gegen euch geschaffen. Okay. Ja, bitte einfach alles einnehmen. Also, wir haben schon die ersten 25% geschafft. Mal gucken, wo er hinrennt. Muss ich jetzt gegen ihn Krieg führen eigentlich? Ja. Oh, Alter, der Ghanar hat aber auch ordentlich Probleme, ey. Ja, Frieden anbieten bitte nicht. Verlorenes Interesse. Gamyu kriegt Keusch. Das ist mein übernächster Nachfolger. Also er ist ehrgeizig, treuherzig. Oh, boah. Warum gehst du nur eigentlich auf Krieg, Junge? Bitte. Keusch kann ich nicht machen. Da würde Ränkespiele hochgehen, Schreckenszuwachs. Stur. Verwaltung geht nochmal hoch. Ja, dann wirst du stur. Ja. Und Diplomat. So, Belagerung gewonnen. Nummer 1. Wo ist denn hier eine Stadt? Da ist eine Stadt. Stammesfeste 3. Geistiger Zusammenbruch, ja. So, wir werden Flagellant, verwundet und verlieren mächtig Anspannung. Oder unbedacht. Ich werde Flagellant. Den Gesundheitsmalus, den werde ich schon überstehen. So, verwundet. Ja, das geht immer sehr schnell. Neffe freigelassen. Nimm mal bitte die Hauptstadt ein. Das bringt mir am meisten Punkte. So, Schlacht. Ah, ja, schaffen wir. Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Sehr gut. Mit 37 schon Stufe 3. Super geil.
nächste Schlacht gewonnen. Wir belagern 7 Monate. Oh, was ist das für eine kleine Mini-Stadt? Stammesfeste 2. Ja, wir werden uns ganz kurz Söldner holen. Du bist eine 8, er ist eine 18. Oh shit, Alter. 9. Ich hätte gern einen besseren Anführer. Er hier. Unterwerfungskrieg? Alter, ist das euer Ernst gerade? Sammeln. So, ich nehme die Hauptstadt ein und dann ziehe ich mit sämtlichen Truppen in die anderen Kriege. Alter, das gibt's doch nicht. Mann! So, wir machen erstmal den Krieg hier. Wie lange brauchst du noch? 3 Monate. Fraktion gegen euch. Alter, das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich auf große Kriegstour gehe, dann kommen alle aus ihrem Scheißloch und wollen mich angreifen. Ich mach euch so fertig, wirklich. Ihr seid direkt die Nächsten, wenn ich irgendwann wieder in Ordnung bin. So, jetzt machen wir ein bisschen hier höhere Geschwindigkeit. Warum habe ich eigentlich 2 Armeen? So, Temme wird belagert. Alles gut. What the fuck? Wo kommen denn diese ganzen Soldaten her? Acht. Wer ist denn hier der Anführer? Eine 11. Und wir haben den 28er Befehlshaber. Alter, ich mach euch so fertig. Ah, meine Frau ist tot. Scheiße. Oh, ich brauche unbedingt eine Frau mit Verwaltung. Die kann auch ruhig ein bisschen älter schon sein. Kann auch jünger sein. Ist eigentlich egal. Kepa... Miata. Immer sie. Kinder sollen eh nicht mehr gemacht werden. Rodelnde Wut. Ihr verliert Anspannung. Okay. Wer seid ihr denn jetzt? Hab ich eigentlich jetzt diese blöde? Ja. Die Dings habe ich erobert. Was ist denn das für eine Armee jetzt auf einmal? So, die Armee holen wir uns auch noch. Und dann geht's nach unten. So, mitkommen. Sieg. Okay, das hat einfach gar nichts gebracht. So, meine Armee. 3000. Es geht zum nächsten Feind. Wo ist er denn? Da hinten. Wie lange laufe ich da hin? 8 Monate. Der kleine Drecksack, Alter. Da ist seine scheiß Armee mit 3500 Truppen. Okay, wir laufen einfach mit 8600 Mann los. So, dann werden wir erstmal den ersten Krieg beenden. Ich hoffe, dass er nur eine kleine Stammesfeste hat. Ah, 7 Monate ist okay. So, ich habe irgendeine Belagerung von... Alter, minus 61% Unterwerfungskrieg.
Alter, Mann! Das gibt's doch nicht. So, ihr kleinen Pisser, Alter. Ich schwöre euch. Ich mach euch so fertig. Dass ihr das immer ausnutzen wollt, wenn ich gerade mal nicht am Start bin. So, komm, mach hinne. Mach hinne. Ich will nicht, dass die Stadt hier verloren geht. Sehr gut, erster Krieg gewonnen. So. Warum ist denn jetzt Ghana schon wieder so kacke drauf? So, ich verliere Anspannung. Die haben ihre scheiß Stadt zurückerobert. Das ist ja Wahnsinn. Ja, muss ich mal ganz kurz wieder nachhelfen. So, hier, erste Schlacht. Ja, kommt hier alle rein. So, erster Akt erledigt. Ich hätte gerne meine Armee und die erobert erstmal hier die Hauptstadt. Da unten ist noch einer. Ist nicht gut, dass wir den alleine lassen. Nimm mal hier ein paar Sachen wieder ein, bitte. Beziehungsweise nehmen wir die andere Hauptstadt direkt mit ein. So, die 27er Armee. Oh, was ist denn da los? Oh, da kam gerade noch so Unterstützung. Dankeschön. Das habe ich ja ganz spät gesehen, dass da eine. Was ist denn das für eine Tausender Armee auf einmal wieder? Krass, Alter. So, neue Vorzüge. Wir werden Verteidiger des Glaubens. Brauchen wir aber eigentlich nicht mehr. Mündel können zusätzliche Werte. Oh. Ja gut, das ist ein bisschen spät jetzt für Mündel. Ich hoffe, dass ich diese Kriege noch beende, bevor ich. Komm mal hin. Ah, der ist schneller als ich. Die Brücke geht da auch schneller. Wo ist denn der so fix unterwegs, Alter? Ja, Wahnsinn. So, Jagdbar wird belagert. Ja, ja, das holen wir uns. Also die. Den Kampf holen wir uns gleich. Wo kommt denn die Armee auf einmal her? Und warum ist sie so schnell? So, Zar Volo. Oh, ich müsste alle Schlachten gewinnen. Yes. Yes, sehr gut. Alle Schlachten gewonnen. Sehr schön. So, da haben wir auch wieder erobert. So, das teilen wir bitte auch nochmal auf. Stammesfeste 3, Stammesfeste 2, Stammesfeste 4, Stammesfeste 2. Gefangen genommen. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? 6 Monate noch. So, die teilen sich wieder auf. Ich werde mal versuchen, seine Hauptstadt hier unten einzunehmen. Fern der Heimat. Aber ich bin auch hier in beiden Kriegen jetzt wieder. So, Sibi. Die war doch schon mal bei uns. Wie viel Anspannung habe ich denn? Ja. Tschüss. Yes. Wir haben Ghana. Oh my gosh. Ghana ist mein. Auflösen. 8 Monate. Why? Habe ich noch Probleme hier oben? Nein, keine Kriege. Ja, gut, dass ich eine Fraktion gegen mich habe. Da werden jetzt ganz viele Fraktionen gleich kommen. Bei so einem Riesengebiet, was ich jetzt besitze. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch hier wirklich unterstützen könnt.
Vertrag von Söldnertrupp läuft ab. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die gerade sind. Fraktionen gegen euch geschaffen. Ja, wie gesagt, Fraktionen werden jetzt einige kommen. Ja, greift mich an, bitte. Jo. Die Schlacht gewinnen wir. Wieso hat er denn auf einmal wieder so eine fette Armee, Alter? Wo ist denn eigentlich mein Gebiet? Kann ich mich mal ein bisschen aufheilen? So, Söldnertrupp entlassen. Beeinflusst. Kommandant getötet. Wir haben irgendeine Belagerung gewonnen. Da oben. Oh Mann, ich muss unbedingt meine Armeen vereinen jetzt. Und ich muss mich unbedingt regenerieren. Müssen uns mal hier irgendwo sammeln. Wer ist das? Oh, ich habe meine Gattin noch geschwängert. Scheiße. Nein. Nein. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Vasall von euch. Hier, kriegst du, Alter. Das ist auch eine bombastische Vasallin. Die hasst uns ja auch gar nicht. So, wie sieht's denn aus? 86%. So, wie... Nein! Hör auf. Ich muss meine Armeen erstmal verbünden. Dann warte ich auf die zweite Armee. Wieso kann ich mich denn eigentlich nicht hier heilen? So, nächste. Patzer führt zu Anspruch. Ihr habt einen fallen gelassenen Anspruch auf Häuptling zum Jauri. Ich bin gestorben. Okay, im Alter von 68, also ein Jahr weniger als der Vater. Er starb unter mysteriösen Umständen, also wir wurden wohl ermordet. Er war als Gelehrter angesehen, verbrachte die meiste Zeit damit, in seiner Bibliothek zu studieren, die er nur selten verließ. Dodo besteigt den Thron, da er ein äußerst geduldiger Mensch ist, erwarten sich viele große Veränderungen für das Reich. So, als ich mit meinem Gefolge durch das finstere... Durch finstere... Was? Stopp! Mann, hätte das mir ja gern durchgelesen. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge mit Osman vor allen Dingen. Oman Hene Dolo von Arkan spielen. Der mittlerweile 2 Söhne hat. Wie alt bist du? 17? Kann ich den überhaupt noch unterrichten? Nee, viel zu alt. Und wer ist hier der Vormund? Ich, das ist gut. Also, 2 Söhne schon mal. Wovon er stattlich ist. Und sein Bruder ist, naja, immerhin eine Wohlgestalt. So, du bist schon 17. Heißt, du kannst heiraten. Aber wie gesagt, das machen wir alles dann in der morgigen Folge. Ich werde jetzt erstmal Feierabend machen. 27 gegen... 24er. Das ist aber fies. Ja, ich werde auf jeden Fall einiges zu tun haben. In der morgigen Folge. So, da kommt meine zweite Armee. Aber ich hoffe, wir erholen uns mal ein bisschen. Diesen blöden Scheißkrieg. Werden wir hoffentlich auch überstehen. Fraktionen haben wir einige. Yes. Wir sind richtig am Arsch. Will Königreich von Ghana. Will Königreich von Ghana. Will Königreich von Ghana. Aber alle zu schwach. Ein Glück vereinigen die sich nicht. Das ist übrigens alles dieselbe Familie. Das ist ein Anspruchsteller. Wo ist meine Ärztin? Ich hoffe, ich habe meine Ärztin noch. Nee, oder? Die Ärztin ist weg? Oh, da habe ich so eine super geile Ärztin gehabt. Und jetzt ist die dann... Nee, da ist er auch. Ein Glück. Ein Glück. So, das mache ich als erstes. Gut. So, jetzt Feierabend und bis morgen. Tschüss.